Mein Name ist Andreas Löschel, ich bin Professor für Mikroökonomik mit einem Schwerpunkt in Energie- und Ressourcenökonomik an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Neben meiner Forschungsarbeit bin ich auch aktiv in der wirtschaftspolitischen Beratung und leite die Expertenkommission der Bundesregierung zum Monitoring der Energiewende. Wir sehen, wir sind in einigen Bereichen gut vorangekommen beim Ausbau der Erneuerbaren, aber in anderen Bereichen hakt es und dazu gehört eben die Energieeffizienz, aber auch der Netzausbau. Wir haben große Probleme auch, was die Akzeptanz angeht und auch die Beschleunigung der Projekte. Also wir haben ja etliche Maßnahmen auch ergriffen, die aus meiner Sicht sehr zielführend sind. Zum einen eben die Möglichkeit, tatsächlich unter die Erde zu gehen mit dem Netzausbau, was die Akzeptanz auch erhöhen wird. Und man muss jetzt eben hier so viel und so schnell Netzausbau wie möglich eigentlich in den nächsten Jahren betreiben, um tatsächlich diese erneuerbaren Integrationen zu schaffen. Ja, es sind ganz viele große Herausforderungen und ganz wichtig, glaube ich, wir müssen die Preissysteme ändern. Wir müssen überlegen, ob wir nicht tatsächlich CO2 bepreisen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Wir müssen überlegen, ob wir die Netzentgelte anders gestalten, um die Netznutzung besser zu regulieren. Wir müssen uns überlegen, wie wir bei der Förderung der Erneuerbaren weitermachen und wie tatsächlich Effizienz die richtige Rolle in der Zukunft spielen kann. Also viele offene Baustellen für die nächste Bundesregierung.